Hallo meine Lieben, heute gibt es ein neues Video für euch. Und zwar geht es heute um das Thema, wie ihr eure Eltern überzeugen könnt. Denn ich bekomme ganz oft Kommentare wie zum Beispiel, meine Eltern erlauben mir keinen Kinderwagen, meine Eltern erlauben mir kein Reborn-Baby und. Und ich wollte heute einfach mit diesem Video euch ein bisschen helfen und euch einen kleinen Weg mitgeben, wie ihr das, also wie ihr so ein Gespräch mit euren Eltern dann führen könnt. Ja, ich habe natürlich ein paar Notizen gemacht und das alles kann auch ich mir nicht merken. Der Zettel liegt hier oben neben euch. Das heißt, ich versuche nicht so oft auf den Zettel zu gucken, sondern ein bisschen mehr zu euch. Dann tut es mir leid, falls das Licht ein bisschen doof ist. Ich habe keine ordentliche Lampe mehr in meinem Zimmer und es ist draußen sehr dunkel, weil es nur gewittert seit ein paar Tagen. Und dann hoffe ich, es hallt nicht zu doll, denn ich habe nicht mehr so viele Möbel in meinem Zimmer stehen. Das heißt, der Raum hallt ein bisschen. Ich hoffe, das ist aber trotzdem okay. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir an. Wie gesagt, wurde ich halt oft gefragt, ja, wie man die Eltern zu einem Kinderwagen überzeugen kann. Und dieses Beispiel werde ich auch öfters jetzt anwenden, weil es einfach das Öfteste war, was für mich einfach so gefragt wurde. Ja, das Erste, was ihr machen müsst, ist auf jeden Fall recherchieren über das Thema. Das heißt, dass ihr euch auf jeden Fall vor dem Gespräch sehr gut über das Thema informiert. Das heißt, wenn zum Beispiel der Kinderwagen ist, wie groß ist er, wie schwer ist er, wie teuer ist er? Alles, ja, alles über den Kinderwagen müsst ihr wissen, damit, wenn ihr mit den Eltern redet, auf alle Fragen oder Argumente, die sie stellen können, direkt eine Antwort wisst. Das heißt, wenn die Eltern zum Beispiel sagen, ich finde, der Kinderwagen ist, wir haben einfach keinen Platz dafür, er ist zu groß, dann sagst du, okay, Mama, ich habe geguckt, wenn er ausgeklappt ist, ist er so groß, wenn er zusammengeklappt ist, ist er so groß, oder vielleicht sogar schon eine Ecke in eurem Zimmer suchen, wo der genau hinpasst. Das finden eure Eltern bestimmt richtig, richtig toll. Weil dann haben sie einfach kein Argument mehr. Also ihr müsst ganz, ganz viel über den Kinderwagen heraussuchen, damit ihr, oder halt über das andere Thema, zum Beispiel Reborn-Babys auch, ihr müsst halt alles über so ein Reborn-Baby herausfinden. Am besten schon ein Reborn-Baby, was euch ungefähr so, ungefähr so euer Traumbaby ist. Und es dann zeigen und so Vorteile nennen davon und alles halt. Also ihr müsst euch wirklich sehr gut über das Thema auskennen, damit ihr Fragen und Argumente von euren Eltern sehr gut artikulieren könnt. So, das Zweite ist auf jeden Fall, ihr müsst euch eine Liste vor dem Gespräch machen. Ihr müsst das Gespräch halt sehr gut vorbereiten. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel in Streit geratet, könnt ihr zum Beispiel ganz viele Sachen nicht, also vergisst ihr sie einfach und ihr sagt sie in dem Gespräch. Das heißt, ihr müsst euch eine Liste machen mit allen Argumenten, die ihr habt. Das heißt, alle Vorteile, die ihr euren Eltern gerne nennen würdet. Ja, dann ist auch ganz, ganz wichtig, dass ihr für den, ich wollte gerade sagen, für den Streit, für das Gespräch einen guten Zeitpunkt wählt. Das heißt nicht, wenn ihr mal so 5 Minuten am Tag noch Zeit habt, an denen deine Eltern schon in den Schuhen und Jacke sind zur Arbeit und du auch schon in Rucksack auf für die Schule und dann mal kurz eben ein Gespräch führen. Nein, das geht natürlich nicht. Ich empfehle euch da einen ruhigen Nachmittag, eventuell auch am Wochenende oder so, da haben die meisten Eltern eine Zeit. Einen Sonntag, vielleicht auch im Garten, ihr sitzt schön im Garten und dann fragt ihr eure Eltern, ob ihr mal ein Gespräch führen könnt oder am Abendbrottisch oder irgendwie sowas. Also bei uns in der Familie ist es so, dass wir am Abendbrottisch immer ganz viel miteinander reden. Und es eigentlich so der Zeitpunkt ist am Tag, wo wir halt einfach komplett als Familie zusammen sind und halt überall den ganzen Tag reden können. Und ich finde, da ist es ein guter Zeitpunkt, sowas zu besprechen. Dann ist es auf jeden Fall ganz wichtig, dass ihr ganz ruhig bleibt bei dem Gespräch. Wie gesagt, halt, dass sich leicht ein Streit entwickeln kann. Einer fängt an zu schreien, weil es ihm die Meinung der anderen nicht gefällt und dann wird der andere auch schreien. Das wollen wir alles nicht, weil das sind alles auf jeden Fall Nachteile für euch. Denn wenn die Eltern erstmal richtig sauer sind, dann gibt es keinen Vorteil für euch. Also dann sind sie sauer und dann ist das Gespräch auch irgendwann beendet und dann kommt ihr in euer Zimmer und dann ist gut. Ja, dann ist es wichtig, als vorletzter Punkt, dass ihr auf jeden Fall die oben genannten Sachen sagt, also wenn sie Argumente sagen, dass ihr Gegenargumente habt und halt immer auf die Fragen und so antworten könnt. Und dann ist es auch ganz wichtig, dass ihr den die Vorteile nennt, also auch eure Gründe dafür. Warum wollt ihr das haben? Was sind die Vorteile für dich? Was sind die Vorteile für deine Eltern? Also was haben deine Eltern davon? Und all sowas. Also das ist ganz wichtig. Und ja, das Letzte ist auf jeden Fall nach dem Gespräch muss keine Einigung da sein. Ihr könnt sagen, okay, die Eltern sagen zum Beispiel, okay, wir überlegen uns das und wir führen das Gespräch in der Woche nochmal. So, denn das ist ganz wichtig, dass eure Eltern einfach Zeit haben und ihr nicht sagt, nö, ich möchte jetzt sofort eine Antwort haben, ich möchte jetzt morgen direkt das bestellen und so. Das geht nicht. Also ihr müsst euren Eltern wirklich Zeit geben, das ist ganz wichtig. Und dann klappt das auch meistens.
Ja, aber ganz wichtig ist, dass sie einfach Zeit gibt. Also, dass die Eltern nachdenken können und dass sie dann nochmal ein klärendes zweites Gespräch führt und dann führt es auch meistens zum Ziel. Ja, meine Lieben, und das war's auch schon. Ich habe jetzt meinen Zettel komplett abgearbeitet und ich hoffe, ich habe euch ein bisschen was geholfen. Wenn ja, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Bei Videowünschen und so auch gerne in die Kommentare. Und dann wollte ich euch noch einmal fragen, ob ihr eventuell Lust darauf habt, dass ich in jedem Video, was ich jetzt drehe, zwei Leute grüße eventuell. Immer am Anfang oder so, weil sich das ganz, ganz viele wünschen. Und ja, wenn ihr das wollt, dann könnt ihr mir immer gerne unten schreiben, dass ihr gegrüßt werden wollt. Und bitte mit eurem richtigen Namen, also mit eurem richtigen Vornamen. Und nicht mit eurem YouTube-Namen, weil die YouTube-Namen sind meistens nicht die richtigen oder komplett verschieden, also komplett schwer auszusprechen und so. Das möchte ich einfach nicht. Ich möchte bitte eure Namen haben. Und dann werde ich mir zwei aussuchen, die ich jedes Mal grüße, wenn ihr das wollt. Und ja, dann hoffe ich, euch hat's gefallen.